Hallo, Jörg Fuhrmann hier. Vielleicht hast du ein Thema mit chronischer Müdigkeit oder du bist irgendwie ständig Kopfschmerzen, bist ständig belastet. Vielleicht fällst du auch in die Kategorie der Elektrosensibilität oder der Hochsensibilität, weil diese beiden Gruppen von Menschen haben da häufiger auch im Rahmen von der modernen Belastung durch hochfrequente und elektromagnetische Felder sind da einfach öfter von betroffen. Da habe ich mich ja auch viel mit beschäftigt, fließt ja auch immer ein bisschen in meine Beratung mit ein, und da möchte ich dir jetzt mal heute was zeigen. Sei gespannt. So, jetzt hätte ich hier einmal Folgendes. Jetzt ist das Kabel hier in der Steckdose und jetzt hast du hier auf der Anzeige einen sagenhaften Wert von 339 Millivolt. So, das ist viel zu viel. Ich hatte hier sogar Werte von über 1000 und das erzeugt jetzt also ein permanentes Störfeld. Und es geht also darum, dieses Feld zu reduzieren. Und jetzt habe ich hier einen sogenannten Stetzer-Filter eingebaut. Und dieser Filter, der ist dazu da, um im Grunde Stromleitungen von eben diesen elektromagnetischen Strahlungen zu befreien, könnte man sagen. Das heißt also, das sind Strahlungen, die durch eben Oberwellenschwingungen entstehen, und die sind alles andere als gut. Die laufen also unter dem Begriff Dirty Electricity oder dreckige Elektrizität. Und das Problem ist einfach, dass je mehr elektrische Geräte du hast und ja, je mehr Verkabelung im Haus ist, umso mehr hast du da eben Belastungen. Und ich zeige dir jetzt mal, wie dieser Filter das reduziert. So, genau. Jetzt haben wir hier einen Wert von, ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann, einen Wert von 46. Das ist also schon mal ganz gut. Optimal wäre unter 25. Das heißt also, es müssen noch weitere Filter jetzt hier im Raum angebracht werden. Die wirken dann nämlich zusammen. Und wenn die dann eben zusammenwirken, dann geht der Wert auch runter auf unter 20. Eine recht spannende Sache. Neben der Hochfrequenz ist das besonders wichtig, eben auch diese niederfrequenten Bereiche entsprechend zu entstören. Das ist mir in der Praxis besonders wichtig, auch schon immer gewesen. Deswegen habe ich das immer alles auch professionell ausmessen lassen, weil sich die Leute hier auch entspannen sollen. Und für Menschen, die zu mir kommen, wie gesagt, denen gebe ich auch ein bisschen Beratung, weil viele haben ja auch Probleme mit Müdigkeit und Erschöpfungszuständen, und das hat in der heutigen Welt auch immer damit zu tun. Und natürlich auch mit dem Schlafplatz, weil wenn der Schlafplatz so ist, dann liegst du die ganze Zeit in so einem Störfeld. Und vorhin besagten Elektrosensiblen, die haben häufig vor allen Dingen, erleben die Belastung durch die Hochfrequenz, nicht so sehr durch die Niederfrequenz, das ist so dieser Bereich jetzt hier von 16 Hertz bis 70 Kilohertz, und die sind da in der Regel nicht so belastet. Die Hochsensiblen werden in der Regel von diesen ganzen Bereichen, von allen Frequenzen, Hochfrequenz, Niederfrequenz und so weiter, in irgendeiner Weise beeinträchtigt. Das Problem bei den Filtern ist jetzt, das hat auch wieder einen Nachteil, sie erschaffen also auch ein eigenes Feld, was eben auch magnetisch wirkt. Und auch im Voltprometer-Bereich schaffen sie ein Feld. Dazu habe ich ein zweites Messgerät jetzt hier, was das jetzt mal misst. Und jetzt habe ich diesen magnetischen Bereich. Da siehst du, wenn du jetzt direkt dran gehst hier, sieht man das. Warte mal, muss ich mal ein bisschen zoomen jetzt. So, wenn man da jetzt direkt dran geht, dann schlägt das schon aus hier, bis in den roten Bereich. Aber sobald man jetzt anfängt, davon wegzugehen, jetzt ist schon grün und ich bin gerade mal vielleicht 20 cm weg. So, und jetzt ist ganz weg. Ja, jetzt bin ich so 50 cm weg. Das heißt also, das ist, wenn man da entsprechenden Abstand zum Körper hält, kein Problem.
Also der Volt-pro-Meter-Bereich, der geht auch sehr schnell hoch, die elektrische Belastung hier nochmal. Aber sobald man auch hier wieder ein Stück davon weggeht, siehst du jetzt schon, geht das also runter schon hier in den gelben Bereich. Und sobald die dreckige Elektrizität aus dem System raus ist, wird das also besser. Also für die Menschen, die dann hochsensitiv sind, wird es dann in der Regel angenehmer und vielleicht auch ein bisschen ruhiger im Haus, hätte ich beinahe gesagt. Das ist vor allen Dingen dann besonders wichtig, wenn du die ganze Bude schon womöglich abgeschirmt hast, also viel Abschirmmaterial im Haus hast, viel Metallgegenstände im Haus hast, wie gesagt, so ein Abschirmnetz am Bett, womöglich die Fenster abgeklebt und solche Dinge oder Abschirmfarben benutzt hast. Gerade dann ist es wichtig, da nochmal drauf zu gucken. Da wundern sich nämlich einige, dass sie doch jetzt alles endlich gemacht haben und es müsste doch jetzt alles toll sein. Und infolgedessen haben sie, weil sie das mit der dreckigen Elektrizität nicht auf dem Schirm haben oder auch mit magnetischen Wechselfeldern, da kann man nämlich leider nicht viel machen. Die kommt ja zum Beispiel durch Hochspannungsleitungen auch oder durch Bahnlinien. Die können auch teilweise kilometerweit weg sein, wirkt dann immer noch. Kann das auch noch damit zusammenhängen. Und deswegen einfach der Hinweis, die Stabilizer-Filter, die machen eben auch ein magnetisches Feld, das aber eben relativ nur ein kurzer Abstand ist, auf den das wirkt. Deswegen sollte man die Filter nicht da anbringen, wo man jetzt gerade quasi die ganze Zeit den Kopf hat oder die Füße hat und so weiter. Oder den Körper hat. Ja, vielleicht das mal als kleinen Impuls, warum du möglicherweise trotz Abschirmung immer noch platt bist in deiner Umgebung. Es kann natürlich auch noch andere Gründe haben, aber wenn es jetzt wirklich von elektromagnetischen Störfeldern herkommt, könnte auch der niederfrequente Bereich ein Problem darstellen in deiner Wohnumgebung. Das vielleicht mal als Hinweis. Alle Angaben ohne Gewähr. Schöne Grüße von Jörg Fuhrmann.